eine Agentur, die mit viel Herzblut bei der Sache ist, die irgendwie Sachverstand auch mit Kompetenz und Engagement verbindet, also die wirklich dahinter ist. Also in dieser heißen Projektphase, glaube ich, war wirklich großes Engagement auch von CS2 dabei und es war einfach ein gutes Team, was das dann möglich gemacht hat, intern und auch extern mit CS2. Eine Herausforderung für uns war zum Beispiel, dass wir die Podcasts künftig besser in die eigene Seite integrieren wollen. Wir machen seit ein paar Jahren eigene Podcasts und hatten bisher einfach eine Webseite über den Host-Anbieter. Und da geht uns natürlich viel Traffic verloren und deswegen wollten wir künftig einfach eine API-Schnittstelle nutzen und dort die Podcasts einbinden. Das heißt, dort haben wir dann quasi zusammen mit CS2 und auch mit der Marke ein schönes Plugin gebaut, was dann auch dazu geführt hat, dass unsere Podcast-Zugriffszahlen explodiert sind in dem Monat, als die Webseite live gegangen ist. Das hat natürlich uns gefreut und diejenigen, die die Podcasts verantworten, natürlich umso mehr. CS2 ist als Digitalagentur aus meiner Sicht in beiden Bereichen top. Also technologisch ist zuerst so ein kleines Ressentiment, sind schon da gewesen, ja, Typo 3, ist das schon die richtige Entscheidung, die wir da getroffen haben. Ich habe mich dann natürlich darauf gestützt, wir haben eine Ausschreibung gemacht und aus dem das beste Angebot rausgeholt. Aber CS2 macht aus Typo 3 so viel mehr als nur so das Open-Source-Produkt. Sie haben so viel Know-how, das sie da einbringen über die Jahre und mit noch Spezialfunktionen, die dahinter sind, sei das SEO, sei das die Bildbearbeitung. Ja, sie haben das wirklich super organisiert und das Menschliche, wenn du das siehst, das ja, ist fast noch herausragender, muss ich sagen. Also sie sind mit sehr viel Motivation dabei, sie nennen alle Anliegen, die wir haben, ernst, sind aber auch so viel, dass sie sagen können, ja, schön, was ihr euch da vorstellt, aber es macht keinen Sinn. Wir sollten bitte in die Richtung gehen. Und das können sie aber wirklich gut vermitteln. Also es ist so es ist keine Distanz da, es ist nicht so etwas wie ja, Auftraggeber und Auftragnehmer, sondern man macht gemeinsam etwas und schaut, dass man da wirklich was Gutes draus machen kann. Eine große Herausforderung war auch die SEO-Optimierung unserer Webseite und da hatten wir insbesondere von Dani große Hilfe, weil ich persönlich noch gar nicht wusste, was da eigentlich alles möglich ist und wenn man gar nicht weiß, was die richtigen Fragen sind, dann ist es natürlich umso besser, dass jemand wie Dani ein großes Eigeninteresse hat, die Seite bestmöglich zu optimieren. Also ich glaube eben, was ich wirklich gut fand, dass es eben nicht One fits all, dass es wirklich individuell eigentlich auf unsere Anforderungen konzentriert war, dass es nicht irgendwie das gleiche Package, das man jedem Kunden verkauft, auch uns verkauft hat. Also zumindest war das zumindest unser Eindruck, sondern dass man sich eigentlich sehr genau angeschaut hat, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse, wohin möchten wir uns entwickeln und das eben auch mit sehr viel Herzblut begleitet hat. Also dass man eben selber, also ich hatte den Eindruck, dass wir da wirklich an einem Strang gezogen haben und dass es nicht jetzt nur ein klassisches Mandat war. Ich möchte über CS2 noch sagen, ich finde der Umgang mit ihnen so eben vertraut und unkompliziert, das habe ich bis jetzt noch selten erlebt. Es gibt eine Handschlagqualität, wenn etwas gesehen wird, dann ist das auch so, dann ziehen wir das gemeinsam durch. Wir müssen nicht zuerst riesige Verträge über irgendwas machen, sondern es ist ein Verständnis da, was ist das Ziel, was möchte man erreichen. Und ja, das haben wir bis jetzt immer erreicht und es ist eben vertraut und wirklich, als hätten sie so quasi schon lange zur Familie gehört.